So, und sage ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr da seid. Heute zum Thema feministische Mädchenarbeit mit dem Verein Mafalda, mit Susanne und Veronika. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe schon voll überzogen. Es tut mir furchtbar leid. Aber wir starten sofort. Und ich freue mich voll, dass Susanne und Veronika zugesagt haben für heute. Und ich übergebe das Wort an die beiden und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, danke schön. Guten Morgen. Ich werde jetzt mal meinen Bildschirm freigeben, damit wir die Präsentation drauf sehen. So. Gut. Guten Morgen. Ich bin die Susanne Alter vom Verein Mafalda und ich bin in dem GEM Mafalda Mädchenzentrum tätig und in der Beratungsstelle. Und meine Kollegin ist die Veronika Spannring. Sie wird kurz selber sagen. Oh, die Superwoman runtergefallen. Also Veronika, entschuldige, ich habe dich nämlich gehört, du musst deine Stummschaltung noch aufheben. Links unten ist so ein Beim Mikrofon links links oben. unten. Ja, hab schon. Also habt ihr mir jetzt überhaupt nicht gehört? Na. Dann stelle ich mich kurz vor, Veronika Spandring, Beraterin, Sozialarbeiterin beim Verein Mafalda. Guten Morgen allerseits. Ja, gut. Also wir haben eh ausgeschrieben, worum es heute so gehen wird. Und zwar um die Prinzipien feministischer Mädchenarbeit, um so gesellschaftliche Aspekte von Mädchen und um Gewaltprävention und Selbstwirksamkeit. Wir werden uns bemühen, in einer Stunde alles reinzupacken, was irgendwie wichtig ist und versuchen, den Zeitrahmen einzuhalten. Aber mal schauen. Also wir haben schwer dann, dass wir irgendwie auswählen, was gehört rein und was gehört weg. Dann fangen wir an, oder Veronika? Den Verein Mafalda gibt es seit 1989. Ich sage jetzt mal kurz was über die Mafalda grundsätzlich. Also wir haben letztes Jahr unser 30-jähriges Jubiläum gefeiert und wir sind der Verein zur Förderung von Mädchen und jungen Frauen, der Fachstelle für feministische Mädchenarbeit und geschlechterreflektierende Bildungs- und Jugendarbeit. Also wir setzen uns sozusagen für die Gleichstellung von Mädchen und jungen Frauen ein und wollen Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen zwischen Frauen und Männern sichtbar machen. Genau. Und wir wollen auch vermitteln, dass eine Gleichbehandlung von Frauen und Männern Selbstverständlichkeit wird. Und die Ziele vom Verein Mafalda sind also Berufsförderung, insbesondere Mädchen in die Technik, die Förderung von Selbstbestimmung von Mädchen und jungen Frauen, Gewaltprävention und also traditionelle Frauen- und Männerbilder zu hinterfragen und den Mädchen einen geschlechtshomogenen Raum anzubieten. Und wie machen wir diese ganzen Ziele? Wir haben unterschiedliche Projekte. Und zwar eben, wo ich tätig bin, eben das GEM Mafalda Mädchenzentrum, die Mädchenberatungsstelle. Dann haben wir nur Workshops zum Thema Gewaltprävention, Selbstbehauptung, Selbstbewusstsein, Selbstverteidigung und Körper und Sexualität. Und dann haben wir noch ein Basisbildungsprojekt. Da können die Mädchen sich zum Beispiel auf ihren Hauptschulabschluss vorbereiten. Und dann haben wir noch Projekte zum Thema Arbeit und Beruf. Also das wäre zum Beispiel das Frauenberufszentrum, das ist so eine Workshop-Reihe. Und Intra, das ist ein Ausbildungsfit, ein Vormodul fürs Ausbildungsfit und ein Beschäftigungsprojekt. Und damit ihr euch jetzt so vorstellen könnt, was wir so machen, hat die Veronika eine Fallbeispiele vorbereitet. Ja, also zur Frage, wie unser Beratungs. Muss so bedanken. Es war jetzt gerade, wir haben doppelt, doppelt, doppelt. Ja, warte ich. Aha. Geht's jetzt besser? Zur Frage, wie unser Beratungsalltag ausschaut und mit welchen Anliegen, mit welchen Themen die Mädchen daherkommen. Möchte ich kurz ein bisschen berichten.
Sehr oft kommen die Mädchen her, wenn sie von zu Hause ausziehen wollen oder schon von zu Hause ausgezogen sind, also an dieser Stelle, wo es im Elternhaus nicht mehr gut geht und wo sie versuchen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, neu zu gestalten. Manchmal ziehen sie aus gegen den Willen der Eltern, manchmal mit dem Segen der Eltern, und es ist gründen neue Beziehungen. Und das ist so manchmal der erste Versuch, Fuß zu fassen, der funktioniert nicht immer so gut. Denk da an ein Mädchen zum Beispiel, die gegen den Willen ihrer Eltern von zu Hause auszogen ist, ja gegen die Konventionen ihrer Eltern gestellt hat, als Kopftuchträgerin das Kopftuch abgelegt hat, mit ihrem Freund zusammengezogen ist in Graz. Und diese Beziehung hat dann von Anfang an schwierig, hat nicht gut funktioniert, hat damit geendet, dass der Freund weggewiesen worden ist von zu Hause. Und das ist so, war so der Punkt, wo wir in der Beratungsstelle mit ihr Kontakt gekriegt haben. Unsere Aufgabe mit ihr war dann so sozialarbeiterische Hilfestellung, Kontaktbegleitung zum Jugendamt, also Kontakt zu Wohneinrichtungen, finanzielle Hilfen, aber halt auch Beratungsgespräche zur Entlastung und zur Reflexion. Ein anderes Mädchen, das so auch so an dieser Schnittstelle, wo sie noch nicht von zu Hause ausgezogen ist, aber sich schwer daran hat, ist es hergekommen, wie ihre Mutter wieder eine neue Familie gegründet hat, wie plötzlich zwei kleine Brüder wieder da waren, mit so 3 und 5 Jahre alt, wo das Mädchen sehr viel Aufgaben übernommen hat im Haushalt und auch in der Betreuung ihrer kleinen Brüder, und wo sie sich sehr schwer dann hat, ihren Platz in der Familie zu finden, was da genau ihre Rolle ist. Das ist dann so die Unterstützung, die wir aus der Beratung geben, wo wir mit ihr einfach reflektieren und schauen, wie sie da einen guten Platz finden kann. An ein Mädchen, das ich da auch noch denke, das ist so ein Mädchen, die also sich sehr schwer tut, ihren Platz in der Familie zu finden, auf so einem bestimmten Ort sehr orientierungslos ist und auch sehr einsam ist und ganz, also nicht nur zum Fall der Kontakte hat, sondern zu ganz vielen Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen sehr viel telefoniert, und was fatal dran ist, so hat so Internetbekanntschaften, wo sie sich auf sehr riskante Bekanntschaften einlässt und wo auch passiert ist, dass das in einen sexuellen Übergriff geändert hat und dann in einer Anzeige. Also da tun wir auch sehr viel Kontakt halten, da schauen, dass das aber auch nicht zu grenzenlos wird, den Kontakt da ein bisschen, wie soll ich sagen, auch ein bisschen lenken. Wo Mädchen noch herkommen können, ist, wenn sie Fragen zur Verhütung zum Beispiel haben, wir haben einen kostenlosen Schwangerschaftstest, und wenn es so sozialarbeiterische Aufgaben gibt, wie finanzielle Hilfen, Wohnung suchen, solche Dinge. Habe ich es umfassend beschrieben, Susanne, fehlt noch was? Okay. Super, danke. Gut. Ich darf nicht vergessen, weiterzuklicken. Ja, zum Beispiel wieder vergessen, weiterklicken. Na gut. Dann kommen wir zu so ein bisschen Entwicklung feministischer Mädchenarbeit. Also die feministische Mädchenarbeit hat sich aus der ersten und der zweiten Frauenbewegung entwickelt. In der ersten Frauenbewegung waren so Themen wie Erwerbsarbeit, Recht auf Erwerbsarbeit, Recht auf Bildung und Recht auf aktives und passives politisches Handeln so maßgeblich. Und in die zweite Frauenbewegung war dann eigentlich maßgeblich für die feministische Mädchenarbeit. Und da gibt es ein paar Meilensteine, die interessant sind. Also ich glaube, 1 oder 2 oder 3, ich weiß nicht mehr, Veronika. Die hat die Veronika dann nochmal vorbereitet. Ist jetzt der Zeitpunkt für die Meilensteine, Susanne? Mhm. Okay. Wir arbeiten als Mafalda ein Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt mit, und da haben wir zum 30-jährigen Jubiläum einmal so gleich Meilensteine zusammengestellt, Meilensteine zur Gleichstellung der Frau und zum Gewaltschutz der Frau. Und ein paar markante, und es gibt auch noch Meilensteine zum Beispiel auf der Internetseite des Bildungsministeriums zur Gleichstellung in der Bildung der Frau. Und ich habe da einfach ein paar markante Punkte herausgenommen, die ich
bin, sehr schön zeigen, den Weg dorthin, den Weg zur Gleichstellung und auch den Weg dorthin, wie sich Mädchenarbeit in Österreich etabliert hat. Der erste Meilenstein wäre 1975, wenn ich da herausblicke, da war eine große Familienrechtsreform, da ist das Recht des Mannes als Familienoberhaupt abgeschafft worden. Das Recht des Mannes als Familienoberhaupt hat sich darin zum Beispiel wiedergespiegelt, dass der Familie immer der Familienname der Name des Mannes war, so als symbolisches Zeichen. Es wurde der Begriff der Partnerschaft eingeführt, Mann und Frau als gleichgeschlechtliche, gleichberechtigte Partner. Ich denke bei diesem Satz immer daran, ich weiß nicht, ob ihr das auch tut, ob ihr ein echter Wiener geht nicht unter von Karl Merkatz, ob ihr diese Serie kennt jetzt, wo der Karl Merkatz 90 ist und denke oft, warum, wenn ich das im Fernsehen sehe, wenn ihr euch erinnert, zum Beispiel, hat die Frau vom Mundl den Mundl um sein Einverständnis fragen müssen, dass sie eine Stelle als Mutter annehmen darf. Das entspricht einfach der familienrechtlichen Situation vor 1975, dass Frauen einfach arbeiten gehen durften, wenn der Mann einverstanden war. Und das ist da 1975 aufgelöst. Dann ist 1975 auch die Fristenlösung in Kraft getreten. Das bedeutet, dass ein Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche legalisiert worden ist. Das war eine große Forderung in der Zwischenkriegszeit der ersten Frauenbewegung. Entschuldigung, Veronika, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Ich höre immer wieder, man hört dich fast nicht. Hättest du die Möglichkeit, entweder näher zum Mikro, zu deinem Laptop oder möglicherweise hast, schauen wir mal, red einmal vielleicht ein bisschen, man versteht dich nämlich nicht so super. Probier mal, red einmal. Es tut uns leid, aber Technik ist Technik und manchmal hunzt sie ein bisschen. Ja? Aber wir schauen natürlich, dass ihr gut hören werdet. Ja? So. Schauen wir mal. So, Veronika, jetzt hören wir dich wieder. Hört sie mir besser? Ja. Also ich hoffe. Okay. Veronika, ja? Du musst dich immer zum Laptop drehen eher. Ja, tue ich ja. Passt. Wir probieren es. Okay. Ansonsten sage ich es einfach wieder. Danke. Ja, sag es wieder. Ja? Ich probiere es wieder. Okay. Bei den Meilensteinen sind wir gerade. Was ich noch herausgenommen habe, was mir aufgefallen ist beim Durchlesen, ist 1982 zum Beispiel ist der Name verändert worden, dass die Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen, war das bis dorthin, hat dann Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik geheißen. Also das heißt, erst ab 1982 war es willkommen oder wurde es forciert, dass auch Männer sich als Kindergärtner ausbilden lassen haben können. Wurde erst geregelt, dass geometrisch Zeichnen verpflichtend für Mädchen und für Burschen ist. Vorher war es nur für Burschen verpflichtend. Und 1987, zwei Jahre darauf, wurde das Unterrichtsfach Ernährung und Haushalt für Mädchen und für Burschen verpflichtend. Vorher war es nur für Mädchen verpflichtend. Dann hätte ich da noch einen Meilenstein aus dem Jahr 1989 ist, dass das Delikt Vergewaltigung in der Ehe eingeführt worden ist. Und gleichzeitig 1989 auch wurde Mafalda als Verein zur Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen Frauen gegründet. Und mit diesem Meilenstein höre ich jetzt auf. Passt. Gut, dann eben und Anfang der 70er ist die feministische Mädchenarbeit so richtig aktiv geworden und damals waren so die Themen Selbstverständnis der Mädchen und der Frauen über ihren Körper und ihre Sexualität selbst zu bestimmen
grundsätzlich über das Recht auf Selbstbestimmung und die Verweigerung von männlicher Fremdbestimmung. Das war so grundsätzlich, was so die ersten Themen waren, die die feministische Mädchenarbeit angetrieben hat. Und in der pädagogischen Arbeit ist dann die Auseinandersetzung gewesen mit Sexismus, sexueller Gewalt, Benachteiligung von Frauen und geschlechtsspezifische Sozialisation. Man wurde sozusagen so richtig auf die Belangen von den Mädchen und jungen Frauen aufmerksam. Veronika, vielleicht machst du die wieder stumm, weil ich nehme an, dass das vielleicht wieder zurückkoppelt. Und diese mädchengerechten Konzepte, das sind eben auch daraus entwickelt worden, dass da Kritik an der koedukativen Praxis der Jugendarbeit gegeben hat. Damals war der Fokus dann vor allem immer auf der Burschenarbeit. Und erst dann sind sozusagen die Mädchen mehr in den Fokus gerückt. Außerdem hat es Kritik gegeben an der traditionellen Mädchenarbeit, also dass Mädchenarbeit vor allem sich darauf spezialisiert hat, bevor die feministische Mädchenarbeit eben eingetreten ist, dass sie sich auf die Hausfrauenrolle, Mutterrolle vorbereiten. Außerdem hat der 6. Jugendbericht, der war 1984, für die feministische Mädchenarbeit einen Aufschwung gebracht, weil er die Lebenswirklichkeiten von den Mädchen und jungen Frauen aufgegriffen hat. Und zusammenfassend kann man jetzt also sagen, dass feministische Mädchenarbeit im Schnittfeld von drei Dimensionen stattgefunden hat, und zwar die professionelle sozialpädagogische Praxis, die politische Praxis der Frauenbewegung und die persönliche Erfahrungen mit Frausein. Feministische Mädchenarbeit ist darüber hinaus parteilich und an den Interessen und Wünschen der Mädchen und jungen Frauen orientiert. Und so die Ziele nochmal sind eben die Unterdrückung und Benachteiligung durch Geschlechtszugehörigkeiten erlebbar zu machen und eben auch aufzugreifen. Und feministische Mädchenarbeit heißt auch, die Fähigkeiten und Eigenschaften von Frauen und Mädchen aufzuwerten oder ihnen das Gefühl zu geben, dass es gut ist, so wie sie sind, und so Identitäten positiv zu betrachten. Es sollen auch nicht die Eigenschaften in so typisch männlich und typisch weiblich eingeteilt werden, sondern die Mädchen sollen die Möglichkeit haben, ihre Potenziale ausschöpfen zu können, sich also darin zu bewegen, sich nicht irgendwo festlegen zu müssen. Bedürfnisse von Mädchen sollen in den Mittelpunkt gestellt werden und Ungleichheiten abgebaut und Gleichberechtigung erzielt werden. Sie sollen eben autonome und selbstständige Persönlichkeiten entwickeln können und auch in ihren Bildungs- und Ausbildungswegen unterstützt werden. Das heißt, feministische Mädchenarbeit ist darüber hinaus ressourcenorientiert und an den Stärken der Mädchen orientiert und nicht defizitorientiert. Genau, und diese normalen Zuschreibungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, das zu hinterfragen, das ist einfach auch so ein wichtiger Bestandteil der feministischen Mädchenarbeit. Und dann können eben Mädchen und Jungen sich auch unabhängig von diesen Rollenerwartungen entwickeln und sich darin bewegen und sich vielleicht auch ausprobieren und nicht von vornherein festgelegt werden. Und das ist ja ganz spannend, weil man sich selbst auch als Fachkraft immer wieder auseinandersetzen muss mit seinen Weiblichkeits- und Männlichkeitsbildern. Man hat ja immer auch Selbstbilder und man hat immer Selbstvorstellungen, und das zu hinterfragen, aufzugreifen, vielleicht auch manchmal ja selbst zu bemerken, das ist etwas, was man eben machen kann, damit man das im Blick hat. Und da gibt es von der Renate Damsberger einen Fachreader, der heißt Nichts passt. Und da ist genauso eine Stelle, die das behandelt. Das wird die Veronika kurz vorstellen. Du musst die noch entmuten. Ja, also das ist ein Artikel von der Renate Damsberger, die arbeitet in Wien bei EFOI. Und wir haben vor Jahren einmal einen Fachreader erstellt, wo Mafalda und Eva beteiligt waren. Und in diesem Fachreader hat die Renate Damsberger einen Text geschrieben, eben zum Thema
traditionelle Männer- und Frauenbilder, Mädchen- und Burschenrollen, den jetzt vorlesen, wo ich einen Teil daraus jetzt vorlesen möchte. Sie schreibt: Können Sie sich eine Welt vorstellen, in der die Macht- und Gewaltverhältnisse zwischen Frauen und Männern umgedreht sind? Eine Welt, in der in der Zeitung zu lesen ist, dass eine Frau ihren Mann und die gemeinsamen Kinder umgebracht hat, weil er sich von ihr trennen wollte. Oder in der Soldatinnen Vergewaltigung als Waffe gegen die männliche Zivilbevölkerung einsetzen. Oder in der eine Schülerin Amok gelaufen ist und wahllos herumgeschossen hat. Oder in der es Männerhäuser gibt, in denen Actionspiegel vor allem Heldinnen vorkommen, in der kaum Männer an der Spitze von Politik, Wirtschaft, Kultur stehen, in der der meiste Besitz Frauen gehört, in der vor allem Männer sich um Kinder und Haushalt kümmern. Veronika, hast du dazu einen Link zu diesem Artikel möglicherweise? Ja. Wenn es super ist, könntest du im Chat nachher reinschreiben oder wir. Kann ich das auch noch, also dann noch, nachdem wir jetzt miteinander gesprochen haben, machen, also nachträglich? Ja, wenn du das nachher schickst, die Katrin wird das gerne haben. Also ihr meldet mir das dann und ich schicke das ja mit. Danke. Ja, mache ich gern. Danke. Bitte wieder stumm schalten. Ah ja. Genau. Und dann eben in den 1970er und 1980er Jahren sind die ersten Mädchenzentren auch entstanden. Und da ist es dann auch vorrangig darum gegangen, dass eben so ein autonomen Raum für Mädchen geschaffen wird, damit sich Mädchen zu diesen vorherrschenden Frauen- und Mädchenbildern verhalten können oder sich selbst ausprobieren können oder sich überlegen, wie passt das zu mir oder wie passt das auch nicht zu mir. Und da gibt es ja immer wieder also die Kritik daran, dass das ja eigentlich Geschlechtsstereotype aufrechterhalten. Also das wird immer wieder auch so, es gibt einfach Kritik daran. Und da könnte man aber auch sagen, dass durch die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen und in diesem freien und autonomen Raum sich zu bewegen und sich ohne irgendwelche, also natürlich ist es auch ein Raum, da sind auch Menschen von, also verschiedene Menschen, aber ohne diese, sich eben darin bewegen zu können, damit auseinanderzusetzen, zu reflektieren, gibt es dann die Möglichkeit, diese Rollenbilder auch zu hinterfragen. Und damit sind Mädchenzentren auch ein wichtiger Beitrag zur Dekonstruktion von Geschlecht. weil es die Möglichkeit gibt, diese traditionellen Normen und Rollenbilder zu durchbrechen und zu erproben. Genau. Dann haben wir noch kurz die Handlungsprinzipien der feministischen Mädchenarbeit. Eben, das habe ich alles auch schon genannt, jetzt noch einmal kurz zusammengefasst, das Schaffen von diesen Mädchenräumen. Dann ist noch wichtig die Ganzheitlichkeit und die Freiwilligkeit. Die feministische Mädchenarbeit ist parteilich und autonom. Dann ist Empowerment-Begriff ein Begriff in der feministischen Mädchenarbeit. Es soll eine Offenheit und eine Niederschwelligkeit möglich sein. Also zum Beispiel Jugendzentren sind ja vor allem sehr niederschwellig. Die Beratung ist dann schon ein bisschen hochschwelliger. Aber durch die Möglichkeit des Mädchenzentrums ist es eben auch immer wieder möglich, für die Mädchen dorthin zu gehen. Und dann, wenn es irgendwie, wenn sie Beratung auch benötigen, dann niederschwellig dann zu uns weiterverwiesen zu werden, weil wir im gleichen Gebäude sind. Partizipation ist ein wichtiger Begriff, Ressourcenorientierung und Bedürfnisorientierung und Lebensweltorientierung und die Kultur der zweiten, dritten und vierten Chancen. Das ist uns ganz wichtig, dass es einfach mehrere Chancen gibt und es nicht immer auf Anhieb irgendwie möglich ist, ja, für viele Menschen. So, jetzt muss ich nochmal zurück. Das heißt, und das gefällt mir so gut, deswegen muss ich das vorlesen, feministische Mädchenarbeit setzt an den Stärken der Mädchen an und fördert ihr Selbstbewusstsein, ihre Selbstständigkeit, ihre Ausdrucks- und Durchsetzungsfähigkeit, unterstützt Mädchen bei der Entwicklung eigener Lebensentwürfe, damit sie ihre Verhaltensweisen, Wünschen, Interessen und Utopien wahrnehmen,
schafft Möglichkeiten, hinderliche Grenzen zu erkennen, aber auch eigene Grenzen zu akzeptieren. Lässt Mädchen erfahren, dass sie auf Strukturen, Prozesse und Situationen verändernd einwirken können und gemeinsam stark sind. Und erweitert die Handlungsräume von Mädchen sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Genau. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem nächsten Teil. Das sind so die gesellschaftlichen Aspekte von Mädchensein. Und da haben wir jetzt ein paar herausgegriffen. Also alles kann man eh nie abdecken und wird auch heute nicht möglich sein. Aber wir haben so ein paar Punkte hinausgepickt uns. Da wären zum einen die Schönheitsideale. Das wird ja auch von vielen von euch ein Begriff sein, dass das einfach Schönheitsideale grundsätzlich medial sehr verbreitet werden und sich manche Mädchen da oftmals dran orientieren. Und da haben wir so ein Bild dazu. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Ja, genau. Das ist schon ein bisschen älter. Aber wir merken immer wieder, dass das doch noch so ein Thema ist. Und das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, um mit Mädchen damit zu arbeiten. Ja. Wenn ich da weiterklicke. Ah, da haben wir noch eines. Genau, also das Bild habt ihr schon gesehen, das ist ein Mädel, das ist im Mädchenzentrum und das andere Bild wurde von einem anderen Mädchen gezeichnet. Und da sieht man auch, was so Schönheitsideale sein können auf der rechten Seite, aber auch wie man vielleicht sich verhalten kann was es für Möglichkeiten noch gibt, sich irgendwie zu verhalten. Ich habe kein anderes Wort als verhalten. Genau, dann gehen wir da wieder zurück. Super. Dann ist die Sprache auch noch so ein Thema. Und wir haben da... Wir haben da so einen Text, ich hoffe, das kann man lesen. Es ist ein bisschen verschwommen. Das ist aus einer Jodel-App. Veronika, ich glaube, du weißt das besser, gell? Da konnte man irgendwie posten, konnten alle irgendwie drauf zugreifen und was posten, stimmt das? Ja, das ist eine Webseite eigentlich, wo man so zum Beispiel Sprüche sich runterladen kann, zum Beispiel sowas wie, wenn das Leben dir eine Zitrone reicht, mach Limonade draus. Also viele Sprüche, mit denen man, den man als Geschenke verteilen kann, indem man sich selber ins Wohnzimmer hängt und so, und da sind wir auf diese Sprüche gestoßen. Immer da jetzt da reinkopiert. Wir haben gefunden, dass auch das Mädchenarbeit ist, nämlich also nicht nur im Gegenüber mit den Mädchen, indem wir mit den Mädchen im Gespräch sind, sondern indem wir auch so gesellschaftliche Themen aufgreifen und indem wir manchmal auch aktiv werden. In dem Fall haben wir zum Beispiel an diese Jodel-App einen Brief geschrieben und gebeten, das herunterzunehmen. Und uns eben beschwert, dass das sexualisierte Sprache ist und der Gewalt Vorschub leistet. Ich würde gern, was mir jetzt so in letzter Zeit noch so aufgefallen ist zum Thema Sprache, hat jetzt nicht direkt zu tun mit feministischer Mädchenarbeit, aber hat mich sehr beeindruckt, als Beispiel dafür, wie viel Macht Sprache hat. Und das ist, waren die Ansprachen, die im Laufe der Pandemie aus dem Fernsehen zu den Pandemieregeln gekommen sind. Und da ist am Anfang war die Ansprache immer liebe Österreicherinnen und Österreicher. Und dann also eine Zeit lang, und ich glaube auch nachdem viele sich dazu zu Wort gemeldet haben und es reklamiert haben, jetzt ist die Ansprache immer, liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die hier leben. Das ist für mich ein eindrückliches Beispiel dafür, wie Sprache die Wirklichkeit verändert. Oder das ist auch noch aus der Pandemie, aus dem Pandemie-Fernsehen mir aufgefallen, die Sprache in der Diskussion drum, ob die Skipisten im Winter geöffnet sein sollen oder nicht, hat jemand.
haben gesagt, da wird. Jetzt hört man die, glaube ich, wieder nicht, Veronika. Sowieso nicht. Ich glaube, wenn du die ein bisschen runterdrehst, du musst die genau direkt immer zum. Ja. Da war das Beispiel in der Diskussion, ob Skigebieten geöffnet sein sollen oder nicht, dass jemand gesagt hat, es wird Ranger geben, die darauf achten, dass der Abstand eingehalten wird. Und es ist für mich ein viel sensibler gewähltes Wort Ranger oder die Bezeichnung Ranger, als wenn man sagen würde, das sind Securities, die den Abstand regeln würden. Auch für mich ein Beispiel dafür, wie sehr Sprache mitgestaltet. Und umso mehr ist für uns Sprache ein Instrument in der Mädchenarbeit, dass man da, oder es gibt da eine große Diskussion, wie man jetzt ein Geschlecht gerecht formuliert und welche Schreibweisen wir verwenden. Wir intern in der Mafalda sind gerade bei der diskutieren gerade die Schreibweise mit dem Gender-Stern und finden auch nicht, dass das ganz eine befriedigende Lösung ist, aber die Tatsache, dass wir es diskutieren, finde ich sehr wichtig und dass wir Möglichkeiten finden, weil Sprache etwas Grundlegendes und Veränderndes ist. Das wäre zur Sprache sozusagen. Dann haben wir die Mädchen noch im öffentlichen Raum. Es ist vor allem bei der Corona-Pandemie ist uns dann wieder aufgefallen, dass jetzt im ersten Lockdown zum Beispiel Mädchen aus dem öffentlichen Raum kaum, also dass die verschwunden sind aus dem öffentlichen Raum, kaum vorhanden. Und auch im virtuellen Raum war es schwieriger, Mädchen zu erreichen. Beziehungsweise haben Mädchen schon die Beiträge zum Beispiel gesehen oder gelesen, aber haben sie nicht selbst zu Wort gemeldet oder haben nicht darauf reagiert oder zurückgeschrieben oder auch sich öffentlich dazu irgendwie positioniert. Und das zeigt uns einfach immer wieder, dass es für Mädchen schwierig ist, sich diesen öffentlichen Raum anzueignen. Und wir bieten den Mädchen deswegen auch immer wieder die Möglichkeit an, sich zu positionieren. Und das ist zum Beispiel aus dem Weltfrauentag letztes Jahr, glaube ich, wo Mädchen mit uns mitdemonstriert haben und was wirklich wunderschön war, auch so anzusehen, wie sie sich diesen öffentlichen Raum angenommen haben oder sich darin bewegt haben. Und zum Beispiel haben sie da eine Tanzaufführung gemacht am Hauptplatz. Genau. Und haben dann eben auch ihre Plakate gestaltet mit den Sprüchen, die für sie relevant waren. Und das war auch sehr berührend zu sehen. Also zum Beispiel steht da auf den einen Plakat, ich ziehe an, was ich will. Also wir haben sie nicht dazu ermutigt, genau diesen Satz zu wählen, aber es kam von den Mädchen selbst, was für sie irgendwie relevant war und wofür sie demonstrieren wollten. Genau. Dann kommen wir noch zu den Rollenbildern. Es gibt eben, und es läutet kurz das Telefon, Entschuldigung, wir sind da im Büro. Es gibt eben unterschiedliche Erwartungen an Mädchen und Burschen. Und wir haben da zum Beispiel, das ist auch schon ein bisschen älter, wir haben da solche Plakate gefunden, die wir auch in unserem Repertoire sozusagen haben. Und das zeigt einfach an immer selbst auch immer wieder, wie man das betrachtet. Ich glaube, wir müssen wieder ausschalten. Warum? Genau, und wir haben da noch eines. Ich glaube, da muss ich nicht so viel dazu sagen, oder? Also das ist einfach... zeigt einfach eindrücklich, wie das so funktioniert, so Vorurteile oder so Rollenbilder im eigenen Kopf. Das ist jetzt schade, dass wir nicht alle miteinander reden können, weil mich würde sehr interessieren, wie diese Bilder bei euch ankommen, weil
weil ich mir auch vorstellen kann, dass das ganz unterschiedlich auf unterschiedliche Personen wirkt. Genau, Veronika, und du hast auch noch gesagt, dass es eben noch um Spielzeuge und Bilder geht. Ich glaube, du hast da so Beispiele gehabt, oder? Jetzt hört man mich, oder? Wie soll ich sagen, ich finde es ein bisschen müßig, darauf drüber zu sprechen, über Spielzeug, Bilder und Bücher, die bei Kindern, weil wir das ja alle bemerken, dass das streng geteilt ist noch Mädchen und Burschen und hellblau und rosarot. Und dass Fahrräder für Mädchen rosarot gestrichen sind und für Burschen in blau. Und das ist wirklich allgemein Wissen. Und es fällt uns auch alle auf, wie Werbung funktioniert und wie Darstellung von Frauen in der Werbung ist. Und ich denke mir, jeder von uns springt wahrscheinlich bei anderen Bildern besonders an. Interessant habe ich gefunden, wir haben mal ein EU-Projekt gehabt, das ist wirklich schon sehr längere Zeit her, und formuliert was einen Text zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden. Und ich denke mir, dass sie da einfach in sehr wenig daran geändert hat und dass der noch ganz gleich aktuell ist als wie vor 10 Jahren. Und ein bisschen davon mal vorlesen. Bei den geschlechtsspezifischen Unterschieden ist da formuliert, Schule und Elternhaus richten unterschiedliche Erwartungen an Mädchen und an Burschen. Mädchen erwerben weniger Fähigkeiten, sich die Umwelt zu erobern. Sie werden weniger gefördert, die räumliche Umwelt einzunehmen, und sie werden weniger gefördert, Fähigkeiten der Gegenwehr und des Abgrenzens zu entwickeln. Mädchen sind hinorientiert auf Familien- und Beziehungssysteme. Man erwartet Verantwortung für Stimmung und Atmosphäre in Beziehungssystemen von ihnen und dass sie weniger individuelle Bedürfnisse durchsetzen. Und Burschen werden darin bestärkt, selbstständig zu sein und sich durchzusetzen. Ihre Individualität wird gefördert. Sie werden bestärkt, Raum einnehmen zu sein und auf sich aufmerksam zu machen. Ja, da kann man, wie Sie sagen, der Text könnte beitragen dazu, dass Rollenerwartungen gestärkt werden, aber kann genauso dazu beitragen, indem man aufmerksam und den Fokus darauf richtet, dass man Rollen wieder dekonstruiert. Und das bedeutet auch nicht, dass alle Mädchen so sind und alle Burschen so sind, aber dass es doch tendenziell Schwerpunkte gibt, wie man, in welche Richtung man Mädchen und Fähigkeiten von Mädchen und Burschen entwickelt und fördert. Und da würde ich noch kurz was ergänzen. Und zwar gibt es zum Beispiel ein Buch, das heißt Psychoanalyse des Mädchens. Ich glaube, Seifke Kränke heißt die Autorin. Und da wird eben beschrieben, wie das dann auch im Babyalter schon, wie unterschiedlich Mütter unbewusst natürlich mit den Babys umgehen. Und zwar zum Beispiel mit Mädchen gibt es da Studien darüber, dass Mütter mit Mädchen mehr Beziehungskontakt halten und deswegen Mädchen auch anders mit der Mutter umgehen in der Beziehung miteinander, beziehungsweise auch deswegen anhänglicher wirken, weil einfach die Beziehung schon von Anfang an anders aufgebaut wurde als mit Jungen. Also Mütter sollen mit Jungen einen distanzierteren Kontakt haben. Und es ist ganz spannend, dass das dann schon unbewusst so früh passiert und dann eben sich das auf das weitere Aufwachsen auswirkt, zum Beispiel. Darf ich da noch, Susanne? Mhm. Mir fällt da ein Beispiel ein, da hat jemand einmal den Mathematikunterricht untersucht, wie der unterschiedlich, wie Mädchen und Burschen, ob da Mädchen und Burschen unterschiedlich behandelt werden. Und da ist so deutlich geworden in dieser Studie,
dass wenn man als Lehrerin, als Lehrer die Erwartung hat, dass Burschen besser in Mathematik sind als Mädchen, dass man da unbewusst auch ganz anders reagiert. Dass wenn zum Beispiel ein Bursch an der Tafel steht und ein Mathematikbeispiel rechnet und nicht ganz genau weiß, in welche Richtung das geht und wie das geht, dann wird er einfach von der Lehrerin, vom Lehrer total unterstützt. Indem wenn man, also es ist mehr ein diskursives Gespräch. Während wenn eine Lehrerin, ein Lehrer von einem Mädchen erwartet, dass sie nicht so gut in Mathematik ist, dann ist das ein weniger Diskussion, sondern da werden ganz klare Antworten erwartet und wenn die nicht hundertprozentig stimmen, dann ist halt einfach die Note schlechter. Also dass meine Erwartung ganz stark beeinflusst, wie ich mich verhalte und wie die Reaktion meines Gegenübers beeinflusse. Okay. Es ist wirklich schade, weil eben das Diskutieren, gell, Veronika, das fällt mir in so einem Format irgendwie ein bisschen mehr weg. Was ihr da für Beispiele habt, genau. Oder was ihr da denkt. Und unser letztes Thema für heute wären noch so die betroffenen Anzeichen von Gewalt auf Mädchen und junge Frauen. Und da, wir haben uns da mal zusammengesetzt, das ist schon ein bisschen länger her, und haben so diskutiert darüber, wie Mädchen, ob es da eine Besonderheit gibt, wie Mädchen von Gewalt betroffen sind. Und im Gegensatz zum Beispiel zu Frauen oder im Gegensatz zu anderen, zum Burschen insgesamt, ob das für Mädchen irgendwie spezifischer ist, wie sie von Gewalt betroffen sind. Und wir haben da so ein paar Sachen sind uns da irgendwie aufgefallen, und zwar, dass es bei Jugendlichen vor allem auch so eine Gruppendynamik oft drinnen ist, bei so dem Thema Gewalt oder Sexismus, dass zum Beispiel, wenn Mädchen sich irgendwie bei sexualisierter Sprache mitmachen oder die Mädchen da irgendwie dazu verwendet werden, also in Gruppen, dass es dann so eine Art eine Statuserhebung bedeutet in dieser Gruppe, wenn es jetzt eine gemischt geschlechtliche Gruppe ist, wenn Mädchen da sich positiv auch in Bezug auf Sexismus äußern zum Beispiel. Und da ergeben sich dann oft so Machtdynamiken in Peergroups. Was auch einen Einfluss hat, und zwar, dass Mädchen oft untereinander darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, bei Gewalt Expertinnen Meinung zu einzuholen, und da eben hat es auch was damit zu tun, in welcher Gruppe ich mich aufhalte und wie wird das gewertet, ob ich das tue oder nicht. Also es hat sehr viel mit Gruppendynamik zu tun. Dann eben grundsätzlich eben auch die sexualisierte Sprache von Jugendlichen, habe ich eh schon angesprochen, dass dann oft zum Beispiel so die Worte wie Schlampe oder Bitch nicht wirklich, das einfach so im normalen Sprachgebrauch drinnen ist und da oft nicht reflektiert wird, was bedeutet das aber für mich. Marginalisierung von Gewalt und Verteidigung von Gewaltsystemen in Familien ist auch immer wieder, was uns begegnet, dass eben Gewalt einfach, dass Mädchen oft sagen, dass Gewalt irgendwie dazugehört oder nicht dazugehört, aber dass das einfach so eine Lebenswelt ist, in der ich mich bewege. Soziale Systeme haben auch einen Einfluss auf die Gewalt. Zum Beispiel, wenn es eine Ehrkultur gibt oder wenn Gewalt normalisiert wird, beziehungsweise Opfer unglaubwürdig gemacht werden. Zwangsverheiratung ist auch ein Thema, wovon Mädchen spezifisch betroffen sind und was auch Gewalt ist gegenüber Mädchen. Und was auch ein Thema ist, ist, dass Mädchen sehr oft abhängig, also Mädchen und junge Frauen nur abhängig sind von den Familiensystemen und dass es da auch sehr schwierig ist, bei Gewalt zum Beispiel sich Hilfe zu holen.
Genau, Veronika, du hast da glaube ich wieder was, oder? Warte, Susanne, ich habe noch eine Frage. Und zwar, ja? Habt ihr Äußerungen bezüglich Sexismus auch in reinen Mädchengruppen angeschaut? Ist eine Frage. Ja, also, sag Veronika, willst du was sagen? Nein, du bist stumm geschalten. Wir machen auch Workshops an Schulen und da geht so, ist mir jetzt ganz präsent eine Situation, wo die Burschen und die Mädchen einen wilden Konflikt gehabt haben. Und da ist, hörst du mich? Ich frag mal, es geht immer wieder weg, ja, aber witzig. Okay. Ist jetzt besser? Die Mädchen und die Burschen haben einen wilden Konflikt miteinander gehabt und da ist eines unserer Prinzipien, dass wir auch in getrennten Gruppen arbeiten. Und wenn dann die Mädchen allein in der Gruppe sind, dann wird, wenn sie sie eben als Bitch und als Schlampe zum Beispiel beschimpfen oder so, dann gibt es oft, wie soll ich sagen, dann die reine Mädchengruppe macht es oft zuerst einmal viel emotionaler, aber auf der anderen Seite auch viel offener und es ist eine viel klarere Auseinandersetzung möglich. Dass einfach, wenn diese ganzen Emotionen dann wegfallen, ganz klar gesagt werden kann, wie es mir geht, also im Sinne von, also die Methodik dahinter, die ich Botschaft, aber dass es auch, dass ich oft, dass das mich sehr beeindruckt hat, wie ehrlich die Mädchen dann miteinander umgehen. Also wenn man über diese erste Sexismusphase, diese Beschimpfungen sozusagen hinwegkommt, über das Emotionale wegkommt, dass da einfach eine klare Auseinandersetzung und ein ehrliches Reden miteinander möglich ist. Das hat mich sehr beeindruckt oft. So viel zur Frage von Sexismus unter Mädchen. Hast du noch was, Susanne? Ja, was anderes mir dazu eingefallen ist, und zwar, dass Mädchen bei uns im Mädchenzentrum oft diskutieren darüber, wer ist das bessere Mädchen sozusagen, also welches von den Mädchen verhält sich mädchenkonform und dass Sexismus dann oft über das Thema verhandelt wird. Also zum Beispiel, wann bin ich ein gutes Mädchen? Und was muss ein gutes Mädchen tun, um ein gutes Mädchen zu sein? Und also, ja, da ist dann oft immer wieder, dass wir mit ihnen diskutieren darüber, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, um gut zu sein. Und zum Beispiel frage ich dann immer, ob sie finden, dass ich ein gutes Mädchen bin. Und dann kommen sie oft... Das regt sie oft an, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet und was das bei mir zum Beispiel bedeuten könnte. Und da kommen sie oft in einen sehr großen Gedankenprozess rein, wo man dann viel darüber diskutieren kann. Dann ist es irgendwie weg von dem, was bist du und was bin ich. Da geht es irgendwie auf eine andere Ebene, habe ich oft erlebt. Genau. Und dann haben wir noch Methoden zur Gewaltprävention. Da war eben, was wir jetzt schon angesprochen haben, diese Experimentierraum diese Rollen zu reflektieren, sich eben auch auszuprobieren in verschiedenen Rollen und sich vielleicht nicht den traditionellen Rollenbildern, in den traditionellen Rollenbildern sich zu bewegen. Dann hast du da so ein Schimpfwörterlexikon, gell, Veronika? Darf ich dazu was sagen? Das ist eine Methode, die ihr vielleicht auch öfter verwendet, aber es ist eine Methode, die mich einfach immer wieder beeindruckt. Gehen tut sie so, die Methode, alle in der Gruppe sammeln auf kleinen Zetteln Schimpfwörter, alle, die ihnen einfallen, paar Minuten lang und dann werden diese Schimpfwörter geordnet und dann sind, weiß ich nicht, vielleicht 5 Zetteln zu Tieren, zu oft, zu Hund, irgend sowas. Dann ist immer eine Kategorie über Männer,
so die Männer betreffen, die Frauen betreffen, weiß nicht, was jetzt noch alles sein kann. Und das, was mich beeindruckt, ist immer, dass mindestens 15 sind zu Mädchen und Frau sein, also du Schlampe, du Bitch, du Hure, fick deine Mutter, irgend sowas. Und dann abgeschlagen im Feld immer viel weniger andere Schimpfwörter zu anderen Kategorien. Und es ist immer ein super Einstieg dann, dass man darüber redet, warum das so ist, dass man über Sexismus redet, über Frausein redet und dass man auch Schimpfwörter entmachtet. Wenn man zum Beispiel, wenn man dem nachgeht, woher das Wort Schlampe kommt und was das eigentlich heißt und, oder fick deine Mutter, was das bedeutet und das, also wenn man ganz, ganz sachlich darüber redet, dass es verboten ist, warum es verboten ist oder so, dann löst sich da einiges auf. Dann haben wir noch in den Selbstverteidigungskursen, gell, Nein sagen und Stoppübungen dabei. Beziehungsweise in den anderen Workshops haben wir Nein sagen Übungen einmal gemacht. Magst du da auch nochmal kurz? So. Ja, das kann man jetzt nur beschreiben und nicht Herz sagen. Aber wie soll ich sagen, ist ganz eine simple Übung, dass man einfach aufeinander zugeht und also mit dem Blick und mit der Haltung, mit der Stimme dem anderen, der anderen Person sagt, wo sie stehen bleiben soll, damit sie mir nicht zu nahe kommt und damit sie sozusagen meinen Raum respektiert. Und das ist jetzt, ich will nicht sagen, die Mädchen sind so. Ich will auf keinen Fall, dass das Bild entsteht, die Mädchen sind so oder alle sind so. Aber trotzdem ist es so, dass viele Mädchen in der Rolle eingeübt sind, freundlich zu sein, nett zu sein, zu lächeln. Und das ist ja, wie soll ich sagen, im Alltag, oder das lernen wir ja alle, dass das eine Form von Respekt ist, dass wir einen offenen Blick haben und freundlich aufeinander zugehen. Aber wenn es darum geht, dass ich wem sagen muss, hey, du bleib stehen, stopp, das ist genug, da brauche ich einen ernsten Gesichtsausdruck. Und das ist für viele Mädchen sehr schwierig, jemandem dem Gegenüber zu sagen, stopp, bleib stehen. Viele haben sagen, stopp, bleib stehen, aber lächeln gleichzeitig, dann bin ich unglaubwürdig. Also das ist eine Übung, die sehr einfach ist, aber ja, wo man sehr viel lernen kann. Wir haben das ja zum Beispiel mal ausprobiert. Wir haben das einmal einen Workshop gemacht, ich und die Veronika gemeinsam. Und es war ganz spannend, weil das haben wir mit Frauen gemacht. Und da hat eine Frau dann die andere Frau niedergerannt. Also tatsächlich überrannt, weil die andere Frau das nicht so präsentieren konnte, dass die Frau, die auf sie zugegangen ist, die wirklich das Gefühl gehabt hat, jetzt muss sie stehen bleiben. Und das war irgendwie sehr, sehr sinnbildlich dafür, dass das oft Schwierigkeiten macht. Ja. Und dann haben wir noch die Methode, die 15 Schritte der Nähe, vom Kennenlernen zum ersten Mal. Und das hat uns mal überrascht, wie schnell, also wie der Anfang sehr langsam dauert und dann sehr schnell, was es da ist. Und ich glaube, wir haben da so ein Fallbeispiel. Hast du das bei dir, Veronika? Ja, ich habe es bei dir. Ich mag das jetzt auch vorlesen, ohne, wie soll ich sagen, das Mädchen vorzuführen. Aber ich habe mir da eines davon aufgehoben und es ist sehr oft ist das sehr ähnlich. Das sind, nennt sich eben 15 Stufen der Nähe. Und da soll man vom ersten ansprechen, also wenn ich als Mädchen jetzt jemanden kennenlerne und ich spreche die Person an, was sind die 15 Schritte, bevor ich das erste Mal mit ihm schlafe? Und ein Mädchen hat da geschrieben, und es ist symptomatisch, so wie viele Mädchen das machen, also der erste Schritt ist, wir gehen fort. Zweiter Schritt, kennenlernen. Dritter Schritt, schauen, wer ist, schauen, wie er aussieht, schauen, welche Kleidung er anhat, nach seinen Hobbys fragen, öfters fortgehen, schauen, ob er Alkohol verträgt, Handymarke schauen, Treffen vereinbaren, schauen, ob er zum Treffen erscheint, ihm nach Hause fahren, küssen und dann das erste Mal. Und
Ja, denk mal, zwischen Küssen und dem ersten Mal müssten meiner Vorstellung nach noch viele Schritte sein. Oder da würde man den Mädchen empfehlen, hey, schau genau auf deinen Körper, auf deine Körpersignale. Trau dich drauf zu schauen und trau dich auch zu kommunizieren, was du gern hättest. Und es ist halt einfach auffällig, dass da oft noch eine sehr große Lücke ist bei den Mädchen, die nicht drüber nachdenken, was sie genau gern hätten und das auch nicht kommunizieren, was sie genau gern hätten. Genau, dann haben wir eine Videolinkliste gestaltet gemeinsam mit der Fachstelle Burschenarbeit. Die können Sie da auch abrufen, da sind so Videos drauf zu Themen, wie zum Beispiel auch zum Thema Gewalt und Gewaltprävention, also auch zum Thema sexualisierte Gewalt. Wir finden die sehr anschaulich und sehr jugendgerecht. Es gibt jetzt in letzter Zeit sehr viele Filme, finde ich, über Gewalt und Gewaltprävention, die dann aber oft für Mädchen nicht ganz passend sind. Und ich finde, auf dieser Plattform, das sind einfach Videos, die einfach in der Lebenswelt, für die Lebenswelt der Mädchen auch gut passen. Ihr könnt es euch auch gern verwenden. Und dann finden wir noch, dass das Projekt Heroes bzw. die Heldinnen also gewaltpräventive Projekte sind. Also, ich weiß nicht, ob ihr die Projekte kennt. Also, bei Heroes, da arbeiten, also kurz gefasst jetzt Burschen mit Burschengruppen, haben Workshops zum Thema eben Gewalt gegen Mädchen und Frauen, wie kann man diese Rollenbilder aufbrechen, was gibt es da für Rollenbilder und warum ist das für die Mädchen und aber auch für die Burschen nicht gut, weil die Burschen müssen sich ja dadurch dann in Rollenbilder bewegen und es gibt jetzt auch das Gleiche, wo Mädchen mit Mädchengruppen in Workshops zu diesen Themen eben auch diskutieren oder ihnen auch zum Beispiel über die Frauenbewegung Infos geben oder über Gewalt und Gewaltprävention. Genau. Und für die Mädchen ist es oft einfach, wir haben bei dem Projekt Heroes gibt es nämlich bei uns auch einen Mädchenbeirat, wo die Mädels auch ihre eigenen Ideen und Wünsche einbringen können, was sie wichtig finden, wo die Heroes mit den Burschen, über was die Heroes mit den Burschen arbeiten. Und für die Mädchen ist das oft so wertvoll, dass sie eben ihre eigenen Ideen und Vorstellungen einbringen können. Und nochmal kurz zusammengefasst, also Gewaltprävention ist, wenn wir das eigene Verhalten reflektieren, wenn wir tradierte Rollenmuster und Familienbilder hinterfragen, wenn wir Sprache geschlechtssensibel verwenden, wenn wir Mythen überprüfen, zum Beispiel Familie als sicherer Ort, wenn wir Diskriminierungen und Grenzverletzungen im Alltag benennen und auf sie reagieren, zum Beispiel sexualisierte Sprüche, Bagatellisierungen und wenn wir an gesellschaftlichen Veränderungen arbeiten. Genau. Jetzt haben wir noch kurz, ist da unsere Literatur. Wenn ihr euch irgendwas anspricht, könnt ihr es gern kopieren. Ich glaube, das geht ja so. Könnten Sie uns vielleicht die Präsentation nachher zukommen lassen? Dann kann ich es nämlich auch mitschicken mit den Teilnahmebestätigungen. Dann bekommt sie diese Literaturliste mit der Bestätigung. Gell? Ja, gern. Cool. Genau. Und dann können wir eigentlich nur mal sagen, danke. Und wenn es noch Fragen gibt, also wir haben noch Zeit. Aber ich weiß nicht, ob ihr noch Zeit habt. Dann herzlichen Dank. Es war wirklich eine Stunde, die schnell vergangen ist, muss ich sagen. Also bei mir ist es so gegangen. Einige haben schon weg müssen. Ich werde jetzt nur mal die Aufzeichnung mal stoppen. Danke.